Und willkommen bei Whisky Waiter. Es gibt einen neuen Whisky von der Firkin Whisky Company und ich habe zu denen irgendwie eine besondere Beziehung, einen besonderen Bezug, denn es war eines meiner ersten Online-Tastings über die Firkin Whisky Company, beziehungsweise ich glaube, es war sogar mein erstes Whisky-Tasting, mein erstes Online-Tasting. Und ja, jetzt gibt es die fünfte Abfüllung, dazu noch eine Brennerei, die ich sehr mag, mit einem Fass, was ich sehr schätze. Und schauen wir mal, was haben wir heute? Wir haben einen The Firkin Whisky Company Legic Masala Cask Finish. Oder Masala Cask, ob es ein Finish ist, weiß ich gar nicht. Destilliert wurde er 2008, abgefüllt mit den typischen 48,9%. Ja, es ist ein The Firkin Rare. Ich habe noch nicht ganz raus, warum, wie, welcher Whisky wie heißt. Wir haben schon den Firkin 49, Firkin Rare gab es schon einen, Firkin 10 und Firkin Eiler. Gut, dass es kein Eiler ist, sollte klar sein. Ich finde ja dieses Etikett hier vorne drauf klasse, ne? Das ist so richtig haptisch. Also das, ich mag das, wenn das, wenn die Flasche nicht nur optisch was hermacht, sondern auch haptisch was hermacht. Ja, Legic, habe ich die Tage schon gesagt, haben wir im Moment relativ häufig hier auf dem Tisch. Finde ich ganz gut, weil ich mag Legic total gerne. Jetzt mal mit einem Masala Cask. Bei dem Whisky Tasting sind die Abfüllungen von The Firkin Whisky Company nicht ganz so gut weggekommen. Zwei waren, ich sag mal, mäßig. Zwei waren okay bis gut. Eine war gut. Aber bei allen Vieren hat man gesagt, PLV stimmt halt überhaupt nicht. Und auch bei dem muss ich wieder sagen, ich meine, er kostet 80 Euro, 75 Euro mit Clubmitgliedschaft. Also ich meine, er kostet um die 75 Euro. Das ist natürlich auch wieder eine Stange Geld, ne? Also preismäßig sind die echt noch ganz gut unterwegs. Da könnten sie ruhig noch ein bisschen was runtergehen. Aber sein Geld wert ist, das probieren wir jetzt zusammen. Was mir halt gut gefällt, ist, dass die nicht alles in Fassstärke abfüllen. Also es gibt so viele spannende Sachen, die mich echt reizen würden, aber es ist fast alles immer in Fassstärke abgefüllt. Und ich finde, eine Trinkstärke tut's auch mal. Boah. Deutlich rauchig. Massiv rauchig. Und ich habe hier so eine richtige rußig-aschige Lagerfeuerrauchnote. Sonst habe ich bei Legic immer so eine richtig schöne Bacon-Note. Habe ich hier gar nicht. Ich bin leicht maritim unterwegs. Ich bin deutlich in Richtung Lagerfeuer unterwegs. Also blind wäre ich, glaube ich, irgendwo zwischen Kaul Ila und Lagavulin gelandet. Jetzt kommt noch so eine Süße mit dazu, so eine leichte Honigsüße, eine leichte Malzigkeit. Leicht maritim. Aber ansonsten ist der Rauch tatsächlich das dominante Aroma. Was auch gut sein kann. Also ich mag Rauch sehr gerne. Ich muss echt sagen, von dem Masala Cask merke ich gerade gar nichts. Jetzt kommen hier so ein bisschen an der Glasspitze kommen so reife Zitrusnoten. Hellfruchtig. Cremig. Wie gesagt, Honig, Karamell, Süße.
Zum Wohl. Auch im Geschmack. Kräftig, Rauch. Man hat ordentlich Ruß und Asche im Mund. Deutlich rußig. So richtig ausglühendes Lagerfeuer. Ein bisschen Holz, ein bisschen Tannine. Schöne Würzigkeit, ein bisschen Pfeffer. Das könnte ein guter, leichter Islay Whisky sein mit einer ordentlichen Rauchigkeit. Leicht maritim, auch ein Geschmack. Ich wäre blind niemals auf Ledjack gekommen. Keine Chance, das wäre für mich, glaube ich, echt ein Lagavulin gewesen. Und auch hier von dem Masala Cask merke ich überhaupt nichts. Also, und dann muss ich sagen, er schmeckt gut, er riecht gut. Für alle Peatheads, die gerne einen einfachen, leckeren, gut rauchigen Whisky mögen, ist das ein Top-Teil. Aber dann sehe ich 75 Euro nicht ein. Weil dann kann ich mir auch für 35 Euro einen Wee Beastie holen oder für 50 Euro einen Lagavulin und habe Ähnliches oder mehr. Es ist einfach diese Rauchnote, die ist so dominant. Man kriegt kaum was anderes. Was ich mich halt auch frage, ist, diese Firkin-Fässer, die werden ja für die Firma The Firkin Whiskey Company, die von Mike Collins gegründet wurde, der irgendwie vorher schon 40 Jahre im Whisky-Business tätig war und kurz vor dem Ruhestand stand, die werden ja für diese Firkin Whiskey Company extra hergestellt aus Verwandt Ex-Bourbon-Fässern und Limousinenfässern. Und danach werden die mit einem Getränk gesättigt, was das ja der Seelenverwandter dieses Whiskys sein soll, was auch immer das heißen mag. Auf jeden Fall wurde dieses Fass mit Masala gesättigt. Die Frage ist jetzt, was heißt gesättigt? Wie viel Masala war da drin? Wie viel ist da ins Holz eingedrungen? Wie lange ist das da reingekommen? Das weiß man natürlich alles nicht und daher kann ich auch überhaupt nicht abschätzen, wie viel Masala-Wein dieses Fass eigentlich aufgenommen hat und auch letztlich dann abgegeben hat. Also ich merke von dem Masala tatsächlich nahezu nichts, was ein bisschen schade ist. Nichtsdestotrotz ist es ein leckerer Whisky, gerade für Rauchfans. Aber zu viel Masala, zu viel Fruchtigkeit sollte man sich da nicht erwarten. Ja, Fazit, lecker, wirklich lecker, nicht ganz den Erwartungen entsprechend und viel zu teuer. So ein Whisky in der Preisklasse 40 bis 50 Euro finde ich okay, 55 Euro finde ich glaube ich auch noch okay, aber alles darüber sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Haut mal in die Kommentare, habt ihr den probiert, interessiert ihr euch? Das würde mich interessieren. Wie findet ihr das Preis-Leistungs-Verhältnis? Das würde mich auch interessieren, weil ich finde 75 Euro finde ich eine Hausnummer, ne? Also das macht man ja auch nicht jeden Tag. Und dann sollte so ein Single Cask dann ja entweder auch in Fassstärke abgefüllt werden, wenn man es unbedingt haben muss, aber zumindest sollte man was von dem Fassfinish auch rausschmecken. Naja.
Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet den Whisky auch probieren. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.